Einmal Soundcheck. Norman Langen. Ja. Herzlich willkommen. Liebe Gabi, ich freue mich sehr, hier neben dir zu stehen. Ja, ich musste mal kurz testen, wie meine Stimme gerade so drauf ist. Ich bin heute leicht angeschlagen. Deswegen singe ich heute tatsächlich einer von Millionen nicht. Und dann muss ich mal eben gucken, wo meine Stimme gerade hängt. Mhm. Also ich höre seine Stimme ja auch, ja, ne? Ja, ich hoffe doch. Ja. Ne? Also aber einer von Millionen klappt heute nicht, ne? Einer von Millionen ist halt ziemlich hoch, ne? Und da müssen die Töne schon sitzen und deswegen lasse ich es heute mal weg. Ich meine, wir haben ja gleich auch 1 Uhr, wenn ich auf die Bühne gehe. Mhm. Und da sagt der Körper ja eigentlich schlafen gehen, ne? Und das kommt natürlich dann nicht so gut, wenn man schon angeschlagen ist. Von daher heute wahrscheinlich, wenn alle Stricke reißen würden und die Leute wollen eine zweite Zugabe, vielleicht würde ich es mich dann wagen. Ja, aber mal schauen. Schauen wir einfach mal. Norman, dein Album ist ja im Moment wirklich der absolute Renner, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gehört wirklich zu meinen Lieblingsalben, bin ich ganz ehrlich. Auch für alle, die da draußen, wer es noch nicht hat, kauft es. Es ja, ist mega. Dank. Ich habe schon gehört, du nötigst die Leute, ja, dieses Album zu hören, wenn sie bei dir im Auto sitzen. Ja, und das finde ich natürlich klasse. Ich bin ja auch mega stolz drauf. Ne? Wir haben wirklich eine gute Mischung gefunden, ja, aus Sommertiteln, aus Disco Fox und habe ich natürlich sehr gerne aufgenommen, genau, um solche Reaktionen zu erzielen. Ja. Also ich letzte Mal mit dem Papa geschrieben, habe mit Kalle. Dann habe ich ihm geschrieben, richte dem Norman einen guten, lieben Gruß aus von mir. Yolanda geht mir nicht aus dem Kopf. Ja, Yolanda ist natürlich auch so, wie das schon dann anfängt im Refrain. Ne? Habe ich heute auch mit dabei. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie die Leute hier reagieren. Ja. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, was du uns noch so erzählen kannst? Also ich darf ja hier. Ja, klar, sitzen. Ja, logisch. Oh, er darf sitzen. Guck mal, jetzt lehne ich mich mal hier so schön gemütlich an. Also es gibt's denn heute, ich habe heute auf jeden Fall Bäume eingepflanzt. Ja, du warst ja selbst schon bei mir zu Hause, hast den Garten ja gesehen, er ist ja noch lange nicht fertig. Und meine Frau und ich, wir wohnen ja direkt an der holländischen Grenze, sind in Holland bei einem schönen Gartencenter gewesen und haben dann so riesen Büsche bestellt, weil unsere Böschung halt auch so groß ist. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, wie schwer es ist, denn dann auch diese Büsche da einzupflanzen, schon allein die Löcher zu machen. Ich bin verzweifelt. Und das natürlich immer an einem Tag wie heute, 32 Grad in der prallen Sonne, deswegen bin ich auch leicht verbrannt. Ja, ne? Also wir haben ähnliche Bräune heute, nur ich habe nicht gearbeitet. Also meine Frau sagt auch immer, du bist es selber schuld, zieh den T-Shirt an, creme dich ein, ne? Aber das ist mir dann alles zu warm. Deswegen trage ich auf der Bühne ja auch immer Muskelshirts, ne? Nicht weil ich sage, boah, guck mal, wie toll ich aussehe, sondern weil ich einfach immer sehr, sehr warm habe. Und das kam jetzt natürlich in der Sonne richtig prickelnd. Ne? Ich bin mal gespannt. Morgen ist es hoffentlich dann braun, nicht mehr ganz so rot. Ja. Wie kommt der Kleine mit der Hitze klar? Der kommt relativ gut damit klar. Also ich muss sagen, er war heute sehr, sehr gut drauf. Er hat sehr viel gelacht. Er lacht jetzt mittlerweile schon richtig laut. Ne? Das ist natürlich richtig schön. Und gestern hat er nicht so einen guten Tag gehabt. Das hat man natürlich mit kleinen Kindern immer wieder mal. Ja, aber wenn er morgen so ist wie heute, dann ist alles super. Oder muss ich jetzt sagen, heute so wie gestern? Weil wir haben ja jetzt schon nach 0 Uhr. Genau, ehe du dann heute im Bett bist und dann morgen früh, wann kommt er? 7:30? Musst du schon wieder aufstehen, ne? Ja, so 7:30 ist deine Zeit. Ne? Und ja, dann werde ich wahrscheinlich auch aufstehen. Kann natürlich auch sein, dass meine Frau sagt, hey, dreh dich nochmal um. Die Rollladen sind jetzt unten. Und dass ich dann weiter schlafen kann. Aber oftmals ist es ja so, dass man dann gar nicht mehr den Schlaf findet. Dann kriegt man mit, dass da unten rumgeröselt wird. Und da bin ich auch nicht der Typ, der liegen bleibt. Ne? Ich möchte auch lecker frühstücken. Ja? Schön gemütlich. Und vor allen Dingen, jetzt könnt ihr ja toll auf der Terrasse frühstücken. Auf jeden Fall. Heute Morgen allerdings habe ich es nicht gemacht. Okay. Ne? Es war mir doch noch ein bisschen zu frisch. Ich habe aber schon zu Verena gesagt, Sonntag werden wir auf jeden Fall auf der Terrasse frühstücken. Aber um 12 Uhr, wenn ich jetzt bis 12 Uhr liegen bleiben würde, dann können wir schon Grill anschmeißen. Ja, genau. Dann brauche ich nicht mehr zu frühstücken. Ja. Ja, genau, so sieht's aus. Und was machst du so? Ich sitze auch ab und zu in der Sonne, wenn ich nicht gerade arbeite. Und das ist auch viel, was ich mache. Ich habe also auch ganz viel Klamotten verarbeitet diese Woche und bin fertig. Nein, du bist ja überall und nirgendwo, das weiß ich ja. Aber ich hoffe, dass du den Sonntag da auch mal genießen kannst, vielleicht meinen Grill anschmeißen kannst. Aber erst mache ich unser Interview fertig für morgen. Ja, okay, gut. Noch ein bisschen definitiv schnibbeln, ne? Ja, genau. Ja. Ja, schnibbeln nicht, aber fertig machen halt alles. Hier läuft ne? Ja fast immer alles durch, ne? Mhm. Ja, deswegen immer gut aufpassen, was man sagt. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Also nicht bei der Gabi. Alles easy, ne? Ja, alles easy. Also das ist schon, dass du stehst und ich hier so sitze, das ist schon fast unangenehm. Aber der Mann hat gesagt, setz dich bitte, ne? Das ist nicht meine Schuld. Also ich bin eigentlich nicht der, eigentlich habe ich mehr Anstand. Naja. Norman, du bist bei der kompletten Partytour dabei. Ja, bin ich.
Genau, ich glaube, bei dem ersten war ich nicht bei beiden Auftritten dabei. Da waren es ja irgendwie zwei parallele Veranstaltungen. Und Gelsenkirchen. Genau. Ne? Aber in Gelsenkirchen warst du, da haben wir uns ja gesehen. Ja, und es gibt, ich glaube, letztes Mal war ich aber auch bei einer nicht dabei. Aber ich bin eigentlich prinzipiell bei jeder Veranstaltung dabei. Aber natürlich bin ich Gott sei Dank gut gebucht und kann nicht jeden Auftritt mitnehmen. Ne? Also es funktioniert dann irgendwie nicht, weil es zu weit auseinander ist. Genau. Ja, ja. Gibt es in absehbarer Zeit nochmal irgendwas mit einem neuen Video oder so? Ist irgendwas in Planung oder? Es ist ja ständig was in Planung. Ich war jetzt vergangenen Dienstag an einem Tag in zwei Tonstudios. Zuerst bei Extreme Sounds in Köln und dann in einem Dorf, will ich jetzt nicht sagen, aber es war glaube ich auch ein Dorf, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Und zwar wohnt da Uwe Busse. Beziehungsweise Uwe Busse wohnt ja auf Mallorca, aber hat da ein Haus. Und dann sind wir da nochmal hin und haben was aufgenommen. Und man kann auf jeden Fall gespannt sein. Das, was ich in Köln aufgenommen habe, wird man von mir wahrscheinlich so nicht erwarten. Es ist tatsächlich ein Cover. Ja. Okay. Soll auch nicht irgendwie jetzt wirklich verkauft werden. Soll jetzt nicht auf mein Album, auf mein nächstes oder so, sondern ist halt für die Sampler gemacht worden. Und um es einfach mal draußen anzutesten, weil es wirklich ein Titel ist, den jeder kennt. Okay. Ich will nichts verraten, ihr merkt das schon. Ne? Schade. Ja, also es geht auch schon gut nach vorne, ist ziemlich tanzbar und ist wie gesagt ein Cover, wurde glaube ich schon 6 oder 7 Mal gecovert, aber noch nicht so tanzmäßig, dass man wirklich Disco Fox drauf tanzen kann. Und ja, das habe ich jetzt getan. Und das andere, das ist ja so eine Überraschung, ich sage nur Flipper Tribut, ja, 50 Jahre die Flippers. Und da habe ich ja eine Platte von den Flippers neu aufgenommen tatsächlich. Und ja, dieses Lied habe ich dann nochmal, nur den Refrain davon, beim Uwe Busse aufgenommen, weil ein Medley zusammengeschustert wird, wo ich mit ganz tollen Kollegen zusammen singe. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf hier, aber es ist ja verlockend. Ja. Ne? So, wenn man mit dir quatscht. Ist ja auch kein Geheimnis, ne? Ich weiß nicht, was Geheimnis ist und was nicht, ne? Aber ich denke, Telamo ist mir da nicht böse. Es ist ja Werbung. Du hast ja eigentlich auch nichts verraten. Nichts ins Detail. Nee, nichts ins Detail, das stimmt. Richtig. Aber wenn wir zwei schon mal so quatschen, dann kommt das ein oder andere ja schon mal raus. Ja, das ist leider das Problem, ne? Bei dir muss ich mir oftmals auf die Zunge beißen, ja? Norm, wir wünschen dir auf jeden Fall gleich richtig Spaß auf der Bühne. Dankeschön. Und ja. Hoffe, dein Album geht noch weiter nach oben und verkauft sich noch megamäßig gut. Also ich kann nur sagen, Dankeschön. Das war jetzt mein 5. Album, mit dem ich in den Top 50 war. Und ja, von daher 2011 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben und mit allen 5 in den Charts. Ich sage Dankeschön, weil es auch nicht selbstverständlich, wenn ich mal überlege. Ich habe ja Jahre zuvor auch schon Musik gemacht und Platten rausgebracht und die sind, glaube ich, irgendwo... keine Ahnung, wo gelandet. Auf jeden Fall nicht in den Top 100. Ne? Und ja, deswegen Dankeschön. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ich habe ein gutes Team. Eigentlich. Ja, genau. Du hast wirklich ein Megateam. Also wirklich vom Techniker angefangen, egal was ist, rundherum. Bei euch läuft alles wirklich mega rund. Ja, halt auch bei Telamo. Ne? Ja. Meine Songs werden ausgesucht. Wir gucken, ob wir, also welchen Produzenten wir nehmen, damit es dann halt auch passt. Ne? Mein Vater, der das Management macht. Ja. Meine Frau, die jetzt mit im Management hängt. Also es ist das eine Rad, packt ins nächste. Und im Prinzip bin ich nur derjenige, der die Stimme gibt und dann auf der Bühne steht und die Songs präsentiert. Das reicht doch schon. Ja. Ein bisschen muss man dir ja noch abnehmen. Dafür kümmerst du dich ja zu Hause auch um den kleinen Futzemann. Ja. Natürlich. Deswegen wollten wir doch ein Kind haben. Ne? Also ständig weggeben oder ja, das wäre, da brauchst du kein Kind in die Welt zu setzen. Ne? Ja. So sieht's aus. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Vielleicht auch mal wieder bei euch. Mal gucken. Mal sehen, was es so gibt. Mal schauen. Ne? Der Sommer steht jetzt vor der Tür. Genau. Und ihr seid immer gerne eingeladen. Danke dir. Ihr auch bei uns. So, jetzt geht's los. Genau, wir sagen danke, tschö, bis zum nächsten Mal. So jung wie du.
denn ich hab mich in dich verliebt. Thank you.